Die Überflieger vom SC Verl luden an diesem 14. Spieltag in ihre Sportclub-Arena ein. Zu Gast war der Hallesche FC und die brachten Terence Boyd mit, der ja in den letzten beiden Spielen jeweils einen Doppelpack erzielte. Ja, der SC Verl hatte sich bemüht, heute hier dieses Heimspiel mal zu gewinnen. Ansonsten sind sie eher auswärts stark und sie fingen gut an. Dritte Minute, das ist Barne Pernod. Der Schuss ist abgefälscht und dann ist er drin. 1:0 für den Sportclub Verl, das erste Drittligator von Barne Pernod. Hier sehen wir nochmal den Schuss, wie er abgefälscht wird und dann keine Chance für Schlussmann Sven Müller. Der hat mal so richtig gesessen. Auftakt nach Maß also für den SC Verl. Und die machen weiter. Rabihic mit dem Freistoß. Und dann kommt Stöckler mit dem langen Ball. 2:0, sechste Minute. Der Kapitän Julian Stöckner, eigentlich in der Innenverteidigung zu Hause, bringt hier den SC Verl mit 2:0 in Führung. Tja, und das war übrigens für den HFC nach 351 Minuten mal wieder ein Gegentor. Und das gleich zwei. Sorgenminen bei Schnorrenberg, Sorgenminen bei Verl. Denn Julian Stöckner, der Kapitän, musste ausgewechselt werden. Wieder ein erneuter verletzter Abwehrspieler in den Reihen vom SC Verl. Und die hatten aber Robin Brüsicke. Der hielt hier diesen Schuss von Papadopoulos. Der HFC meldet sich langsam wieder zurück und investierte jetzt mehr und mehr in diesem Spiel. Nächste Möglichkeit in der Mitte ist Beutz und der Anschluss 1:2. Wieder Hoffnung für die Hallenser. Terence Boyd trifft. Also Terence Boyd trifft und Stöckner nicht mehr in der Innenverteidigung. Oh, da bekam auch der Nikolaus leichte Sorgenfalten auf der Stirn. Ob das mal gut geht? Ja, aber der SC Verl, der investierte genau richtig. Nämlich, sie machten weiter nach vorne. Das ist Yildirim. Und da kommt gleich Rabihic. 3:1 für den Sportclub. Kasim Rabihic, sein drittes Saisontor. Hier sehen wir es nochmal. Aygün Yildirim. Janic verpasst. Und dann Rabihic. Jubel also in Verl und es geht weiter. Zlatko Janic. Schauen Sie mal, der will den Ball gar nicht hergeben. Nein, der soll rein. Janic trifft. 4:1 für den Sportclub. Sein 75. Drittligator. Damit zieht er gleich in der ewigen Tabelle mit Marcel Ziemer. Ja, und das ist einfach ein typischer Janic. Sucht sich die Räume und findet den Weg ins Tor. Applaus also auch von Guirino Carpetti, dem Trainer. Stolz ist er auf ihn. Ja, und der HFC, was macht der eigentlich in der zweiten Halbzeit? Papadopoulos, dann Brüsicke, kann den Ball nicht festhalten. Und dann Stipe Fucur. Er trifft für den HFC, Anschlusstreffer in der 83. Minute. Vorarbeit durch Terence Boyd. Aber mehr war nicht zu sehen. Ja, eigentlich sollte Tietje Rivero sein Comeback geben, gab er auch, aber nur für kurze Zeit. Dann diese Szene, denn er sah kurz nach seiner Einwechslung gelb und dann gab es gelb-rot. Und das war einfach bezeichnend heute für die Hallenser Leistung in der zweiten Halbzeit. Guirino Carpetti jubelt und Florian Schnorrenberg mit der Analyse. In der zweiten Halbzeit haben wir es einfach nicht mehr geschafft, die Flügel zu doppeln, wird viel Laufarbeit erfordert, weil dafür ja, ist Verl ja bekannt und haben sie richtig gut gemacht und aufgrund der zweiten Halbzeit ist unsere Niederlage auch sehr verdient. Wir sind gut aus der Halbzeit rausgekommen, wir haben wieder Gas gegeben, das war wieder die Mannschaft, die ich gewohnt bin zu gucken und ich denke aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch haben wir definitiv auch verdient gewonnen. Der ewige Janic, also 75 Tore, er führt diese junge Verler Mannschaft an. Die sind auf Platz 4 in der Tabelle und das, obwohl sie noch zwei Spiele weniger haben. Na, da bleibt uns doch nur zu sagen, einen fröhlichen Nikolaus. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.